Ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet. Aber weder die Kurzanleitungen, die auf die Station geklebt waren, noch das Handbuch haben mich darauf hingewiesen, dass er eine kleine Diva ist. Im Zweifel hilft immer mehr Gewalt. Und das ist sehr angenehm in den Momenten, wo es funktioniert, aber es ist eben sehr frustrierend in den Momenten, wo es nicht funktioniert. Hier wird nicht gesaugt, hier wird nicht geklettert, hier wird nicht gebürstet. Heute werfen wir einen Blick auf einen 1000 Euro Staubsaugroboter von Dyson. Die neue Version der Heurist. Den packen wir heute aus. Ich teile meine ersten Eindrücke zu dem, was im Karton ist, aber auch zu ersten Saugversuchen mit euch. Und dann schauen wir mal weiter. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ja mein erstes Video zu einem Dyson-Produkt gemacht. Das war der V11. Und das kam ganz gut an. Das Video zu dem Ventilator auch. Und das hat dazu geführt, dass Dyson offenbar entschieden hat, dass ich es wert bin, hier ein Testgerät gestellt zu bekommen. Also vorab, ich habe diesen Saugroboter nicht bezahlt, der wurde mir von Dyson gestellt. Wie immer behaupte ich, dass es keinen Einfluss auf mich haben wird, aber du darfst dir gerne deinen Teil denken. Das heutige Video wird übrigens ermöglicht von Cevdesk, deinem Anbieter für Online-Buchhaltung. Jetzt habe ich noch einen Umkarton in dem Umkarton, aber ich soll hier jetzt... Im Zweifel hilft immer mehr Gewalt. Wenn Gewalt noch nicht hilft, mehr Gewalt. Da ist der gute Kollege. Ich scheitere schon an so einfachen Dingen, wie ihn aus der Umverpackung zu holen. So. Notiz an mich, Kartons nicht nach vorne fallen zu lassen, das schlägt Kabel raus und dann geht hier alles den Bach runter. So, wir schauen einmal auf diesen Karton und ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet. Ich habe mich mit dem 360 Heurist bisher nicht so auseinandergesetzt, generell mit den Dyson Saugrobotern nicht, weil ich ehrlich gesagt auf allen Etagen Saugroboter habe und im Moment nicht so richtig das Bedürfnis, die zu ersetzen. So, die Menge der zusätzlichen Informationen, die wir dem Karton entnehmen können, ist auch tatsächlich überschaubar. Die einzige Erkenntnis ist, dass meine Kamera hier oben schief ist. Ist das jetzt besser? Auch nicht so richtig, ne? Ist mir egal. Wir machen jetzt weiter. Wir schauen jetzt hier einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Also die einzige Besonderheit, die mir von den Dyson Saugrobotern ist, dass sie im Verhältnis weniger Grundfläche haben als die meisten Saugroboter. Also ich glaube, das hier ist ungefähr Echtgröße. Denke ich. Das ist auf jeden Fall echt Größe meiner Hand. Also die haben weniger Grundfläche, aber dafür sind sie höher. Das führt natürlich dazu, dass sie unter bestimmte Möbel nicht runterfahren können. Das führt auf der anderen Seite aber dazu, dass sie in bestimmten Situationen auch in Bereiche kommen, wo die anderen nicht hinkommen. Also zum Beispiel zwischen Stuhlbeinen durch und so. Von daher bin ich auch da sehr gespannt, was das in der Praxis ausmacht. Wenn du Fragen zum Dyson 360 Heurist hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, das beim Test zu berücksichtigen. Und wie sich herausstellen sollte, ist das die Originalgröße? Er ist auf jeden Fall schon klein für einen Saugroboter. Ne, er ist größer als auf dem. Den stelle ich hier erstmal so ein bisschen an den Rand. Das hier ist die Ladestation. Achso, der navigiert mit einer Kamera. Das heißt, der hat auch, um seine Station wiederzufinden, hier oben so kleine Marker. Dann haben wir Handbücher, muss ich sagen, für Dyson-Verhältnisse ist das relativ dünn. Das Handbuch. Gut, das Netzteil sieht ungefähr so aus wie bei den anderen Kollegen auch. Hat hier so eine Kabelaufwickelhalterungsdings, was ja ganz praktisch ist, weil die Station bei uns direkt unter der Steckdose steht und ich das Problem mit unserem aktuellen Sauger da unten habe, dass da jede Menge Kabelsalat rumfliegt. Allerdings bin ich zu blöd, das auszupacken. Da kommt nichts mehr. Das ist ja auch ganz cool, ne? Also diese Kabelhalterung, wenn ich das Kabel abwickel, kann ich sie im Gehäuse oder ans Gehäuse randrücken. Für alle mit Folienfetisch. Das war wahrscheinlich nicht so super befriedigend. Das kann man von beiden Seiten einstecken. Das ist ja ganz praktisch. Also mitgedacht hat man da durchaus. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das schönste Ding ist, was in der Wohnung steht. Hier hinten ist auch eine Schnellstartanleitung drauf. Aufklappen, an die Wand schieben, was auch immer das ist. An der Wand stehen lassen, Netzteil einstecken, Sauger darauf stellen.
Gut, das hätte ich auch von alleine hinbekommen. Das war meine Hintergrundbeleuchtung. Wie soll denn so ein professioneller Eindruck entstehen? Der hat hier oben für einen Saugroboter relativ viele Einstellmöglichkeiten, glaube ich. Aber vielleicht kann man die auch nicht drücken. Den Play-Pause-Knopf kann man auf jeden Fall drücken. Hier haben wir die Kamera. Hier hinten haben wir etwas, was sehr nach so einer typischen Dyson-Geschichte aussieht. Und hier kann man das irgendwie rausbrechen. Gut, eins nach dem anderen. Das hier kann man auf jeden Fall rausnehmen. Den Filter, Filtre, Filtro. Dafür drückt man hier. Achso. Ja, hier kann man den Filter rausnehmen. Was direkt zu der Frage führt, muss das so? War da ein bisschen Kleber übrig? Naja, das wird schon genauso müssen. Filter. Ja, der Filter ist selbst reinigbar. Das heißt, das lässt sich jederzeit ändern. Ist das hier der Akku? Kann man den rausnehmen? Ja, das scheint so. Also zumindest mit einer Schraube. Dann haben wir hier noch einen USB-Port. Das ist wahrscheinlich für Diagnose. Oder so. Oder Firmware-Updates. Wer weiß das schon. So, jetzt schauen wir uns den Kollegen mal von unten an. Das hier ist alles festgeschraubt. Das heißt, das muss man wahrscheinlich in der Regel nicht wahren. Der Kollege fährt hier mit so kleinen Raupen. Das hier sieht aus wie die Bürste von meinem normalen Dyson. Die ist allerdings schlechter. Die ist sehr viel weniger flauschig. Das ist offenbar auch demontierbar. Relativ einfach mit einer Münze oder was ähnlichem. Ja, wenn sich da dann Haare drin verfangen haben und so. Das ist ja relativ simpel. Gut, und dann haben wir hier hinten wahrscheinlich noch die Dreckkammer. Oder wie Dyson sie nennt, die Radial Root Cyclone Technology. Ich meine, ich könnte auch ins Handbuch gucken. Achso, wahrscheinlich entsperre ich die hier. Ja, einmal im Monat soll man den Filter reinigen. Hier gibt es auch noch einen Filter oder was? Ah, ja. Hier ist nochmal ein Staubfilter. Ist ja auf jeden Fall ganz spannend, weil das mal so ein sehr anderes Format ist, als ich das von anderen Saugrobotern kenne. Wobei ich ja eigentlich auch nur die Saugroboter kenne, die hier bei mir fahren. Also wir haben hier oben den Roomba, der allerdings nicht fährt, weil es hier nicht aufgeräumt genug ist, dass er hier fahren könnte. Dann haben wir auf der Etage darunter einen relativ günstigen D-Bot, zu dem ich auch mal ein Video gemacht habe. Ganz unten haben wir den Roborock S5, S50, wie auch immer der heißt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich den hier drauf stelle. Aha, wenn ich diese Zeichnung hier richtig deute, parkt der Kollege rückwärts. Und jetzt passiert hier auch was mit dem Akku. Die Gelegenheit können wir nutzen, um ihn in der Dyson-App hinzuzufügen. Und zwar ist das, glaube ich, wenn es gut läuft, die gleiche vom Ventilator. Gerät hinzufügen. Yep. Das war relativ einfach. Halten Sie Ihr Gerät neben den Schalter Ihres Saugers. Drücken Sie jetzt den Ein-Aus-Schalter. Okay, bis hierhin so einfach. Jetzt muss ich den einmal in unser WLAN bringen. Achso, ist sie schon. Den Saugroboter benennen. Wir hatten neulich schon drüber gesprochen, wie der dann wohl heißen wird. Habe ich aber vergessen. Also werde ich ihn, um Dyson zu ärgern, einfach nur hier die Trademark wegnehmen erstmal. Der kriegt noch einen richtigen Namen. Wann haben Sie Ihren Saugroboter gekauft? Den habt ihr mir selber geschickt. Ihr Klapskallis. So, Ihr Saugroboter erhält automatisch neue Updates. Sie können automatisch Updates... Ja, ja. Karte später erstellen. Der braucht hier keine... Das muss er alles nicht jetzt machen. Bereit zur Reinigung. So, ich würde sagen, ich gehe mit dem Kollegen jetzt mal runter auf die Etage, wo er dann auch fahren soll. Nämlich im Erdgeschoss. Und dann machen wir die erste Kartografierung. Und schauen mal, was passiert. So, auf dem Weg nach unten wollte ich kurz innehalten und dir Safdesk vorstellen. Die ermöglichen nämlich nicht nur, dass ich dieses Video machen kann, sondern auch, dass du deine Buchhaltung ganz einfach erledigen kannst. Im Kern ist Safdesk ein Online-Tool, um Rechnungen zu schreiben, aber es kann noch so unendlich viel mehr. Ich bin irgendwann zu Safdesk gewechselt, weil meine vorherige Lösung nicht besonders gut darin war, Belege zu sortieren und den Kontoauszügen zuzuordnen. Und das hat auf jeden Fall für mich die Zusammenarbeit mit meinem Steuerberater so sehr viel einfacher gemacht. Und es gibt noch so viel mehr Funktionen, von der Inventarliste bis zur Zeiterfassung ist eigentlich alles da, was ich größtenteils nicht brauche, weil ich hier alleine vor mich hin dümpel. Und das Beste ist, wenn du dich über den Link unten in der Videobeschreibung anmeldest, dann unterstützt du meinen Kanal noch mehr.
Und wenn du dann innerhalb der 14 Tage Testzeitraum für dich entscheidest, dass Ceftest genau das Richtige ist, dann benutzt den Code 50spielundzeug3m. Damit kannst du für die ersten 3 Monate 50% auf den ohnehin schon lächerlich günstigen Preis sparen. Vielen Dank, Ceftest, für die Unterstützung. Und wenn du ein gutes Buchhaltungs- und Rechnungsschreibewerkzeug brauchst, dann greif jetzt zu. Und ich nehme jetzt den Sauger und gehe wirklich unten an den Start. So, erstmal musste hier der Platz hier speichern. Und die Kindergummistiefel. Dann ging die wilde Fahrt los. Und damit meine ich nicht die notwendige Erkundungsfahrt, die der Jurist machen muss, um deine Räume kennenzulernen, sondern die Achterbahnfahrt meiner Gefühle. Optimistisch und jugendlich naiv, wie ich da noch war, habe ich das Screen Recording einfach laufen lassen, jedenfalls die ersten 10 Minuten. Was Quatsch war, weil es in der App keine Fortschrittsanzeige gibt und keine Echtzeitkarte, die sich irgendwie aufbaut, wo ich sehe, was schon erkannt wurde und wie. Generell ist auch ein bisschen schade, dass wenn du schon so einen schönen neuen Sauger hast, der erstmal eine Erkundungstour machen muss, bei der er nicht saugt. Aber wie lange kann das schon dauern bei einem Erdgeschoss, das gut 60 Quadratmeter Saugfläche bietet? Die ganze Fahrt wirkte ein bisschen irre und irrational und zog sich dann immer länger. Und es gab ein paar Zwischenfälle. So, ich habe gerade eine Nachricht von dem Sauger bekommen, der hat sich festgefahren. Und ich habe ihn auch gefunden. Der ist da ganz hinten unterm Sofa. Und er hat mir geschrieben, dass er auf einer Stufe ist, was mich sehr wundert, weil ich da unten keine Stufe erwarten würde. Das Problem ist, der ist ungefähr hier drunter. Und mein Armradius ist zu klein. Ich habe mir also dieses professionelle Werkzeug geholt, um ihn da erstmal rauszuangeln. Der ist jetzt eine Stunde am Rumfahren und das Ergebnis ist, dass er sich unter dem Sofa festfährt, an der Stelle, wo man am wenigsten hinkommt. So, er fährt wieder mit seiner Dachbeleuchtung. Dann nach ungefähr 3 Stunden wurde ich ein bisschen skeptisch. Aber in Ermangelung einer Fortschrittsanzeige in der App hatte ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass er ja eigentlich jeden Moment gleich fertig sein müsste. Und wenn er so lange und aufwendig mein Erdgeschoss kartografiert, dann wird es ja sicherlich die beste und hochauflösendste und genaueste Karte, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Das war nicht so. Nach 5 Stunden, 52 Minuten und 19 Sekunden habe ich die erste Erkundungsfahrt im Namen des Hausfriedens vorzeitig beendet, um dann festzustellen, dass keine Karte erstellt wird, wenn er nicht selbstständig zur Basis zurückfindet. Am nächsten Tag habe ich dann einmal mit dem Dyson-Kundensupport telefoniert und erfahren, wie man den hier einmal so richtig rebootet, sodass er seine ganze Software neu lädt, und dann eine neue Erkundungsfahrt gemacht. Die hat, da habe ich nicht ganz genau drauf geachtet, irgendwas bei 25 bis 30 Minuten gedauert. Gut, sie hatte auch nur 3% unseres Wohnzimmers mitentdeckt, aber wenigstens hatte ich jetzt erstmal eine Karte. Und da konnte ich dann die Zonen in der Karte festlegen und auch so das erste Mal so ein bisschen sehen, wie die App von dem Jurist funktioniert. Also die gleiche Dyson Link App, die ich schon von meinem Ventilator kenne, aber wie sein Bereich da funktioniert. Und das fühlte sich alles sehr gut an. Ich habe ihn dann erstmal losgeschickt, um zu sehen und zu hören und zu fühlen, wie das Saugen überhaupt so ist. Und das hat auch grundsätzlich erstmal funktioniert, also mit Einschränkungen. So, das ist der Kollege nach seiner ersten Fahrt. Er hat am Ende nicht nach Hause gefunden, weil er durch die völlig falschen Wände versucht hat, irgendwie durchzukommen, und hat sich komplett leer gefahren. Und jetzt ist das Ergebnis, dass der ja auch schon hier oben ganz gut einen mitbekommen hat, weil er damit gegen die Treppenstufen und hier gegen den einen Schrank immer gegengefahren ist. Er hat sich hier schon jede Menge Kratzer eingefahren. Hier an der Seite sieht, also, der sieht halt schon nach starken Gebrauchsspuren aus, und das war die erste Fahrt mit Staubsaugen. Dafür hat er auch ein bisschen was gefunden, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Hier auf der anderen Seite sieht es nicht anders aus, hier ist auch schon überall Farbe ab. Also, so richtig Kollisionsvermeidung, also manchmal oder meistens hält er an, bevor er irgendwo gegenfährt. Aber manchmal semmelt er auch gerade hier vorne doch ganz ordentlich irgendwo gegen. Also hier sind auch ein paar tiefere Kratzer. Auch ein bisschen Dreck, den er irgendwo gefangen hat. So, dann schauen wir uns einmal an, was da drin ist. Wir haben hier diesen Behälter, der bestimmt auch irgendwie zu öffnen ist. Okay, wir haben hier auch nochmal einen Filter, da hängt ein bisschen Staub drin. Das ist das Ergebnis von der Fahrt. Und der ist seit vorgestern ist der andere Sauger, der hier normalerweise fährt, nicht gefahren. Also er hat schon noch ganz gut was gefunden und offenbar auch ein paar Stellen, also gerade so am Tisch, wo der andere nicht hinkommt. Und die Bürste hat hier so ein paar Fussel gefangen,
aber sieht sonst auch recht gut aus, recht wenig Haare drin. Weiß nicht, ob er keine gefunden hat oder ob er sie nicht aufgesaugt hat, aber ich sehe hier an den Stellen, wo er gefahren ist, sieht der Boden eigentlich ganz gut aus. Ich habe ihn dann zurück in seine Basis getragen und erstmal laden lassen und habe mir gedacht, naja gut, wenn er die andere Hälfte des Erdgeschosses so gut erkannt hat, mit Küche, Flur, Bad, Hauswirtschaftsraum, dann schicke ich ihn doch erstmal dahin und mache einfach mal eine Einzelraumreinigung der Küche. Hat am Ende aber auch nur eine gute halbe Stunde in der Küche gesaugt, um dann völlig wirr durch den Flur zu irren und eher von der Basis wegzufahren, um zur Basis zurückzukommen. Irgendwann hat er diesen Erdumrundungsversuch aufgegeben und mich gebeten, ihn doch bitte nach Hause zu tragen. Nach einem weiteren Telefonat mit Dyson, wo wir die Situation auch nochmal analysiert haben und ich ein kurzes Video geschickt habe, wie er völlig bescheuert 50 cm vor der Basis hin und her geirrt ist beim Versuch zur Basis zu kommen, haben wir dann nach ein bisschen hin und her zwei mögliche Gründe ausgemacht. Und zwar ist meine Basis möglicherweise nicht ideal platziert. Auf der einen Seite steht relativ direkt daneben ein weißes Regal. Und auf der anderen Seite war es so, dass ein bisschen Licht auf die Basisstation gefallen ist. Das allerdings nur auf die eine Hälfte, sodass einer seiner Marker im Licht war und einer im Schatten. Ich habe die Station dann etwas um die Ecke gestellt und seitdem findet der Kleine auf jeden Fall deutlich, deutlich besser nach Hause. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das mit Abstand die frustrierendsten ersten Tage waren, die ich mit einem Staubsaugroboter jeder Preiskategorie bisher hatte. Und aus meiner Sicht ein Saugroboter für 1.000 € nicht daran scheitern darf, dass ein bisschen Licht auf seine Station fällt, wenn jeder 150 € Saugroboter das vernünftig hinbekommt. Und ja, ich weiß, dass er eine andere Technologie benutzt, aber ich bin ein bisschen skeptisch, wenn er eine andere Technologie benutzt im Vergleich zu anderen Saugrobotern, die ja überwiegend auf LiDAR setzen, wenn sie Räume kartografieren. Aber das in diesem Fall offenbar auch einfach eine Menge Nachteile mit sich bringt, von den Bedenken, die einige von euch vielleicht haben, eine Kamera mit Cloud-Zugang durch ihr Haus fahren zu lassen, mal ganz abgesehen. Offenbar muss er ja sehr viel aufwendiger kartografieren, braucht dafür sehr viel länger und ist gleichzeitig fehleranfälliger. Und dann ist die Frage, was ist auf der anderen Seite der offensichtliche Mehrwert der Kameranavigation? Und der fehlt so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe einen gefunden, aber bevor wir zu meinem Ersteindruck jetzt nach ein paar Tagen mit dem Dyson 360 Urist kommen, möchte ich einmal kurz vorwegnehmen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt niemandem guten Gewissens sagen kann, gehe jetzt raus, kauf das Teil und benutze es bei dir. Nicht mit der Erfahrung, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Du bekommst offenbar einen recht fragilen Saugroboter zum Preis von 2 bis 3 soliden Saugrobotern. Da sind Saugleistung und viele andere Punkte einfach erstmal nicht so wichtig. Und zum aktuellen Zeitpunkt kann ich den mit der aktuellen Softwareversion einfach nicht empfehlen. Und mir haben Dyson-Mitarbeiter gesagt, der wird dazulernen und unser Haus besser kennenlernen und dann auch besser klarkommen. Und erste Momente davon habe ich auch schon gesehen, aber da wird sich zeigen, wie gut das wirklich ist. Dann stehen offenbar Software-Updates direkt bevor, die eigentlich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen kommen sollten. Aber wir wissen alle, bei der aktuellen Weltlage kann das sich noch ein bisschen verschieben und bei Dyson wollte sich auch niemand auf einen Veröffentlichungstermin festnageln lassen. Das alles kann aber nur die Zukunft zeigen und ich werde das weiter beobachten. Abonniere gerne den Kanal, wenn du das sehen möchtest und auf dem Laufenden bleiben. Ich werde mir jetzt aber erstmal anschauen, was der Ist-Zustand ist. Und wie beim Auspacken schon gesagt, der kommt einfach durch die kompakte Grundfläche an einige Stellen, wo viele der Pizzateller-Saugroboter nicht hinkommen. Dafür kann er durch seine höhere Höhe längst nicht unter alle Möbel drunter fahren, unter die sehr viel flacheren Saugroboter fahren können. Bei uns führt das dazu, dass in der Küche zum Beispiel, wo gerade eine Blende vor den Küchenschrankbeinen fehlt, er auch bei den schmalen Schränken problemlos durchfahren kann und auch bei Stühlen in den Essbereichen und bei den Esstischen, da kann er wesentlich besser durchnavigieren. Dafür fährt er nicht unter den Schuhschrank, dafür fährt er nicht unter die unterste Stufe im Erdgeschoss, dafür fährt er nicht unter den Fernsehtisch und nicht unter die Spielkiste, die wir im Wohnzimmer stehen haben. Im Gegenteil, bei diesen Sachen, die so ein bisschen zu niedrig für ihn sind, stößt er sich gerne diesen Stirnbuckel hier vorne auch einigermaßen mit voller Wucht. Rein visuell kam das Format hier im Haushalt aber auf jeden Fall gut an und er wurde unten erstmal mit einem "Ach, der ist ja süß" begrüßt. Immerhin. Allerdings habe ich auch eine kleine Kritik. Und zwar nahezu jeder Saugroboter, den ich bisher so in den Fingern hatte, der hat hier vorne so kleine rotierende Bürsten, die den Dreck vom Rand in die Mitte werfen, um dann hier von einem Saugschlitz aufgesaugt zu werden. Beim Dyson ist das ein bisschen anders. Der hat eine Bürste, die versucht, möglichst über die volle Breite zu gehen. Das ist natürlich
nicht zu 100% möglich. Hier am Ende sind irgendwie so ein knapper Zentimeter, wo die Bürste einfach nicht hinkommt. Und das führt dazu, dass wenn er jetzt um Tischbeine rumfährt mit seiner etwas vorsichtigen Kollisionserkennung, dass er nicht ganz bis an das Tischbein oder bis ganz in irgendeine Ecke reingereinigt bekommt. Sehr angenehm finde ich, dass man den Drecktank von außen einsehen kann und so sofort sieht, ob er ausgeleert werden will. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass er dann mit dem Gesicht quasi zur Wand steht, so dass ich es dann nicht sehe, wenn er eindockt. Das ist vielleicht aus ästhetischen Gründen, dass man dann doch nicht den ganzen Tag auf den Dreck schauen muss. Aber das führt eben auch dazu, dass wenn er dann gedockt ist, ich dann wiederum gerade nicht sehen kann, ob der Behälter voll ist. Außerdem verkompliziert ist das Ausleeren, weil man den Tank eben nach vorne wegzieht. Und da er damit an der Wand steht, ist es keine einhändige Operation. Auf der Navigation habe ich ja eigentlich schon fast genug rumgehackt und ich hoffe, dass sie sich wirklich wie versprochen noch weiter verbessern wird, wenn er unser Haus besser kennenlernt. Und ich muss sagen, erste Indizien dafür habe ich schon gesehen. Also es ist so, dass ich jetzt bei der Karte die fehlenden Bereiche nach und nach aufpoppen sehe, wenn er bei einer weiteren Fahrt merkt, huch, das Wohnzimmer geht ja hier doch noch irgendwie ein bisschen weiter oder huch, diese Nische ist ja doch noch ein bisschen breiter. Ich plane jetzt erstmal damit, den so 2 Monate hier wirklich einzusetzen. Wenn du dann gerne ein Update-Video mit einem abschließenderen Test und etwas ausführlicheren Experimenten und dem Ergebnis von einem Test im ersten Obergeschoss, wo wir fast ausschließlich Teppich liegen haben, sehen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal. Was ich mir aber bei der Navigation vor allem wünschen würde, wäre direktes Feedback in der App. Das gilt sowohl fürs Kartografieren, da würde es mir helfen zu sehen, was er von der Umgebung schon erkannt hat und wie er sie im Zweifel falsch verstanden hat. Dann kann ich da vielleicht selber gegensteuern. Die Geschichte mit der Station habe ich ja nur durch Zufall entdeckt, weil ich frustriert dem Dyson-Mitarbeiter ein Video geschickt habe. Vieles, was der Jurist macht, passiert halt eher in einer Blackbox und ich verstehe, dass sie viel von der Komplexität von einem Nutzer fernhalten wollen. Und das ist sehr angenehm in den Momenten, wo es funktioniert, aber es ist eben sehr frustrierend in den Momenten, wo es nicht funktioniert. Bei der Saugleistung habe ich vor allem das angesprochene Problem, dass er nicht ganz bis an den Rand reinigen kann, dadurch, dass hier noch ein Gehäuse um die Bürste ist. Der scheint das einfach durch dolleres Saugen kompensieren zu wollen und das funktioniert für Staub und viele Dinge sicher ganz gut. Bei schwereren Partikeln, die liegen bleiben, allerdings auch nicht. Beim Saugen selbst gibt er sich aber schon recht deutlich als Dyson zu erkennen. Er klingt wie ein kleiner V11 und auch er scheint die Saugentaste immer gedrückt halten zu müssen, denn auch er setzt beim Rumfahren oder beim sich bewegen gerne mal das Saugen aus, wenn er von einem Raum in einen anderen wechselt, wenn er das Gefühl hat, an einer Stelle schon gesaugt zu haben und manchmal auch aus Gründen, die mir nicht ganz offensichtlich waren. Ich mag sehr, dass Filter und Bürsten bei Dyson nicht als Verbrauchsprodukt angelegt sind und in der App ein Countdown runterzählt, sondern man die einfach regelmäßig mal auswaschen und 24 Stunden trocknen lassen und dann wieder einsetzen kann. Durch seinen Raupenantrieb klettert er ganz gut auf unseren Langflor-Teppich, hat dann beim Saugen darauf aber mehr oder weniger die gleichen Probleme wie alle anderen Saugroboter auch. Man kann in der Dyson-App ja sagen, dass er auf bestimmten Bereichen einfach dann ohne Bürste reinigen soll. Das würde ihn dann im Zweifel weniger bremsen auf einem langflorigen Teppich. Allerdings scheint das bei uns zu langflorig gewesen zu sein, sodass es zwar ein bisschen geholfen hat, er da aber auch nicht gut langfahren konnte. Ich habe dann aus der bürstenfreien Zone auf unserem Teppich einfach ein Sperrgebiet gemacht, so wie ich das bei dem Roborock, der da vorher gefahren ist, auch getan habe. Und so gesehen bleibt der Teppich einfach ein von Hand gesaugter Untergrund. Damit sind wir aber schon bei der App und bei der Steuerung. Die App gefällt mir ganz gut. Sie ist auf jeden Fall hochwertiger und polierter als alle anderen Apps von allen anderen Staubsaugern, die ich bisher in der Hand hatte. Nicht unbedingt, was den Funktionsumfang angeht, aber so von dem generellen Interaktionsmodell fühlt es sich schon sehr sinnvoll an. Die einzelnen Räume werden einem sehr direkt angeboten, um sie mal eben nachsaugen zu können. Die Saugleistung lässt sich da recht prominent einstellen. Und das fühlt sich eigentlich alles ganz gut an. Und das Gleiche würde ich auch für die geplanten Reinigungen sagen. Auch da lässt sich sehr gut einstellen, was man wie machen möchte und zu welcher Zeit und an welchen Tagen und welche Räume und wie doll. Und das hat zum ersten Mal in mir so ein bisschen das Bedürfnis geweckt, das noch mehr auf unseren Tagesablauf anzupassen. Normalerweise saugt unser Erdgeschoss-Sauger einmal morgens, bevor wir nach unten kommen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, einfach abends nach dem Abendessen den noch einmal durch die Küche schicken zu lassen, weil mit kleinem Kind kann das schon mal aussehen wie ein Schlachtfeld. Allerdings kann der zurzeit nur pro Tag ein Reinigungszeitfenster eintragen und damit würde unsere Reinigung morgens gelöscht werden, wenn ich abends um 19.30 Uhr noch einmal die Küche saugen möchte. Auch das soll sich mit dem Update in den nächsten Tagen
Wochen ändern, dass man da drei Zeitfenster anlegen kann. Außerdem würde ich mir Siri-Shortcuts wünschen. HomeKit-Unterstützung ist ja im Moment nicht richtig möglich, solange Apple noch keine Staubsauger unterstützt. Aber die Dyson Link-App, in der er ja auftaucht, in der auch mein Ventilator auftaucht, bietet es für den Ventilator ja an, sodass ich bestimmte Räume oder bestimmte Reinigungen mit Siri steuern könnte. Das wäre schon sehr angenehm für mich. Aktuell bietet er nur einen Alexa-Skill. Das größte Problem in der App ist aber, ja, das habe ich eben bei der Navigation schon angesprochen, für mich das fehlende direkte Feedback. Es gibt zwar Karten von seinen Fahrten, die er gemacht hat, die gibt es aber A, erst hinterher, und B, sind die ein bisschen wie die Zeichnung einer anderthalbjährigen, ein bisschen eher abstrakte Kunst. Und auch das soll sich mit dem bevorstehenden Update ändern, weil die in Zukunft über die Karte gelegt werden sollen, sodass man besser erkennen kann, wo er im Zweifel Probleme hat. Und das wäre schon mal ein riesiger Fortschritt, auch wenn es noch weit weg ist von dem Echtzeit-Tracking, was ich mir eigentlich wünsche. Das scheint aber im Moment aus Patentgründen oder so nicht möglich zu sein. Es würde aber auch sehr helfen, wenn man die Sperrgebiete festlegt, den Sauger im Raum als Referenz zu sehen. Wenn ich merke, er fährt immer gegen den Teppich, dann kann ich die Sperrkante genau bis zu seiner aktuellen Position aufziehen. Die Sperrgebietsfunktion ist auf jeden Fall auch sehr nett eingebaut und umfassender, als ich sie bisher bei anderen Saugrobotern gesehen habe. Es lassen sich Zonen festlegen, in denen gesagt wird, hier wird nicht gesaugt, hier wird nicht geklettert, hier wird nicht gebürstet. Ich bin gespannt auf das bevorstehende Update und weitere, die da kommen. Es scheint ja wirklich in großen Entwicklungssprüngen voranzugehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es auch dringend notwendig ist. Wie ich ja eben im Zwischenfazit schon gesagt habe, im aktuellen Zustand kann ich den 360 Heurist leider nicht empfehlen. Es gibt ein paar Lichtblicke, aber insgesamt war die Nutzungserfahrung an den ersten Tagen tatsächlich so unangenehm, dass ich sie niemandem von euch ans Bein wünsche. Und ja, einen nicht unerheblichen Teil, vor allem des größten Frustes, hätte ich mir sparen können, wenn ich die Station anders platziert hätte. Aber weder die Kurzanleitung, die auf die Station geklebt war, noch das Handbuch haben mich darauf hingewiesen, dass er eine kleine Diva ist und sehr empfindlich, wie seine Station gerne aufgestellt werden möchte. Und hätte ich ihn von meinem eigenen Geld gekauft, dann wäre er nach 5 Stunden Erkundungsfahrt nicht vor dem Kamin irgendwann liegen geblieben, sondern schon auf halber Strecke ins Retourenzentrum gewesen. Außerdem finde ich schwierig, wie ramponiert er nach kürzester Zeit aussieht. Vielleicht muss man ihm einfach mal sagen, was er so kostet, dann geht er vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit sich selbst um. Auch da kann ich sagen, dass es auf jeden Fall weniger geworden ist jetzt nach ein paar Tagen, wo die Karte auch besser geworden ist, dass er irgendwo aneckt. Allerdings semmelt er weiter gegen die erste Treppenstufe mit seinem kleinen Knubbel hier oder gegen den Fernsehtisch und versucht sich da irgendwie so drunter zu schieben. Ich werde da die Sperrbereiche weiter anpassen, aber es führt eben auch dazu, dass an den Stellen dann eben nichts so richtig gut gesaugt wird. Und das alles ist natürlich nur jetzt mein erster Eindruck nach so einer Woche Nutzung und noch kein umfassender Test. Und deswegen werde ich dranbleiben. Ich werde den jetzt so 2 Monate nutzen und ihm noch eine Chance geben, auch aus der Neugierde heraus, um die Updates, die Dyson bringt, um zu sehen, was sie aus dieser Kiste noch rausholen können. Und der Fortschritt, gerade nachdem ich ihn jetzt mal verglichen habe mit dem Vorgängermodell, das überhaupt noch keine Speicherung von Karten und der erkannten Umgebung hatte, ist das schon ein großer Schritt nach vorne und Dyson hat da offenbar einfach noch ein bisschen was aufzuholen. Und ich schaue mir das Ganze gerne als Versuchskaninchen an und probiere jetzt die neuen Versionen für euch aus, aber ich muss auch sagen, ich habe keine 1000 Euro für diesen Staubsauger bezahlt. Wenn du darüber nachdenkst, dir diesen Saugroboter zuzulegen, dann würde ich noch warten, mindestens bis die Software neue Versionen erhält. Ich werde hier berichten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen oder geholfen, dann lass es mich gerne über die Daumen unter dem Video wissen. Wenn du noch Fragen, Anregungen oder Meinungen zum Dyson 360 Heurist hast, dann schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Zum Abonnieren habe ich dich jetzt oft genug aufgefordert, also bleibt mir nur zu sagen, bis es neue Videos gibt, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.